Moritz, der Wechsel zur Fortuna jetzt vor der Saison, wie hast du dich da schon eingelebt? Ja, ganz gut, denke ich. Die Jungs haben mich gut aufgenommen. Wohne jetzt auch momentan noch bei meinen Schwiegereltern in Euskirchen, also nicht so weit von hier. Ich suche noch ein Haus, wo wir dann einziehen können. Aber wie gesagt, ich fühle mich hier wohl in Köln und ja, die Jungs haben mich gut aufgenommen, ja. Welche Faktoren waren jetzt ausschlaggebend für den Wechsel zur Fortuna? Ja, der Trainer hat mir das sehr schmackhaft gemacht, hier nach Köln zu wechseln. Ja, hat mir viel von seiner Spielidee erzählt, was mir wahrscheinlich sehr entgegenkommt. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, einfach auf eine spannende Drittligasaison mit der Mannschaft und ich hoffe, dass wir da eine gute Rolle spielen. Ja. Wir haben jetzt von deinem Kapitän schon gehört, dass der Einstand und dein Geburtstag noch nicht so gefeiert wurden. Was hast du da vielleicht geplant? Ja, ich denke mal, dass wir beim ersten Mannschaftsabend das ein oder andere Bier trinken werden, auch auf mich. Und ja, dann wird man sehen, was da noch passiert. Zurückblickend auf die letzte Saison, wie hast du die Fortuna da verfolgt oder beziehungsweise wie bewertest du die letzte Saison? Ja, ich denke, ich habe da schon ein bisschen was mitbekommen, dass die Fortuna letztes Jahr ein sehr gutes Jahr eigentlich gespielt hat. Dass hinten raus vielleicht so ein bisschen die Kraft gefehlt hat und da haben sie wenig gepunktet, glaube ich. Aber gerade das erste halbe Jahr war sehr stark und haben oben mitgespielt. Und ja, wäre schön, wenn wir da dieses Jahr wieder anknüpfen können. Welche Ziele möchtest du mit dem Südstark-Club erreichen? Ja, wie gesagt, wir wollen eine gute Rolle spielen, wir wollen viele Spiele gewinnen, viele Punkte holen und mit dem Abstieg natürlich nichts zu tun haben. Ist ja sozusagen auch eine Rückkehr für dich in die Domstadt jetzt. Wie schön fühlt es sich an? Ja, super. Also wenn man hier 10 Minuten in die Stadt fährt, ist direkt ein ganz anderes Leben. Ja, hier ist ein bisschen mehr Leben als in Ingolstadt. Das gefällt mir und ja, ich bin froh, wieder hier zu sein.